imagine all the people living for today. Schon lange gibt es Gerüchte um den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes Kirill Budanov hat nun in einem Interview mit dem US-Sender ABC News gesagt, dass Putin seit langer Zeit an Krebs leide. Das wisse er sicher, so Budanov. Kremlnahe Quellen hätten das bestätigt. When do you think he's gonna die? I think very fast. Soon. I hope. If he dies, what does that mean? Does someone take his place? Yeah, a replacement, transfer of power. This war should be ended before he's dying. Budanov kündigte zudem an, dass es zukünftig mehr Angriffe auf russisches Territorium geben werde. Er fügte hinzu, die Angriffe kämen immer tiefer ins Innere Russlands, könne sich aber erst nach Ende des Krieges zur Verantwortung seines Landes für die Anschläge äußern. Zudem gab Budanov bekannt, dass die Ukraine im Frühjahr eine Großoffensive plane, um Gebiete im gesamten Land zurückzuerobern. Die heißesten Kämpfe erwarte er im März. Deutschland liefert der Ukraine Marder-Panzer und ein Patriot-Raketenabwehrsystem. Das vereinbarten Kanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden am Donnerstagabend in einem Telefonat. Beide Regierungen wollen sich zudem um die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den jeweiligen Waffensystemen kümmern. Das teilten Scholz und Biden in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die USA werden der Regierung in Kiew zudem leichte Bradley-Schützenpanzer und, wie angedacht, Patriot-Systeme liefern. Aus Kreisen der Bundesregierung verlautete, dass die Ukraine wahrscheinlich mehrere Dutzend Marder erhalten solle. Die deutsch-amerikanische Vereinbarung ist das Ergebnis von Abstimmungen, die seit dem 10. Dezember zwischen beiden Regierungen laufen. Am Mittwoch hatte Frankreich bekannt gegeben, Spähpanzer vom Typ AMX-10RC an die Ukraine liefern zu wollen. Laut gemeinsamer Presseerklärung bekunden Biden und Scholz ihre gemeinsame Entschlossenheit, der Ukraine so lange wie nötig die erforderliche finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung zu gewähren. Deutschland erwägt offenbar die Lieferung von Panzern an die Ukraine. Es werde einen qualitativen Schritt geben, hieß es am Donnerstag in Regierungskreisen. Das berichtete die Süddeutsche Zeitung. Nach SZ-Informationen könne es sich um Schützenpanzer vom Typ Marder handeln. Zuvor hatte Frankreich die Lieferung von leichten Kampfpanzern angekündigt. Aus Regierungskreisen hieß es, Zitat, nach den Äußerungen aus Paris und Washington beraten wir uns weiterhin intensiv mit den Verbündeten in den USA und Frankreich über die weitere Unterstützung für die Ukraine. Dem Tagesspiegel zufolge wolle die Regierung bei einem Treffen Mitte Januar auf dem US-amerikanischen Militärstützpunkt in Ramstein beraten. Mehr als 10 Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs hat Frankreich der Ukraine leichte Kampfpanzer zugesagt. Konkret handelt es sich um den Panzer AMX-10RC, laut Élysée-Palast die ersten Kampfpanzer westlicher Bauart, die an die ukrainischen Streitkräfte geliefert würden. Der Radpanzer mit großer Kanone wird vor allem zur Aufklärung eingesetzt. Wie viele Panzer Frankreich der Ukraine bis wann übergeben will, war zunächst noch unklar. Der ukrainische Präsident betonte, dass die ukrainischen Streitkräfte jedoch noch mehr militärische Ausrüstung brauchen. Wir müssen der russischen Aggression in diesem Jahr ein Ende setzen und keine der Verteidigungsfähigkeiten aufschieben, die die Niederlage des terroristischen Staates beschleunigen könnte. Moderne westliche Panzer und gepanzerte Fahrzeuge sind dafür ein Schlüsselfaktor. Das ukrainische Militär berichtete über einen weiteren erfolgreichen Angriff gegen Russlands Armee im Gebiet Saporischschja, während das russische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Briefing über Erfolge bei der Offensive in Richtung Donetsk berichtet. Eine Trauerfeier in Russland nach dem tödlichen ukrainischen Angriff auf eine russische Militärunterkunft in Makijivka im Gebiet Donetsk in der Silvesternacht. Moskau hat die Zahl der getöteten eigenen Soldaten mittlerweile um mehr als 20 auf 89 nach oben korrigiert. Zuvor war von 63 Toten die Rede gewesen, Kiew dagegen spricht von 400 getöteten russischen Soldaten. In Russland gibt es Kritik an der eigenen Militärführung, die Fehler eingestehen musste. In seiner nächtlichen Videobotschaft warnte der ukrainische Präsident vor der Rache Russlands.
Russland werde nichts unversucht lassen, um für sich eine Wende in dem Krieg zu erreichen und eine Niederlage zu vermeiden. Wir müssen dieses Szenario der Russen zerstören, sagte Selenskyj. Die Terroristen müssen verlieren, jeder Angriffsversuch, den sie starten, muss scheitern. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte unterdessen Bilder, die Angriffe auf Druschkivka und Kramatorsk in der Region Donetsk zeigen sollen. Laut Ministeriumssprecher wurden dabei 120 ukrainische Soldaten getötet. Außerdem sollen zwei in den USA hergestellte HIMARS-Mehrfachraketenwerfer zerstört worden sein. Für das bevorstehende orthodoxe Weihnachtsfest hat der russische Präsident Wladimir Putin einen 36-stündigen Waffenstillstand in der Ukraine angeordnet. Damit kommt Putin einem Vorschlag des Moskauer Patriarchen Kirill entgegen. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolyak schrieb auf Twitter, dass die russisch-orthodoxe Kirche zuvor zum Völkermord an den Ukrainern aufgerufen hätte. Der Aufruf zu einem Weihnachtsfrieden sei eine zynische Falle oder Propaganda. Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den russischen Staatschef aufgerufen, eine einseitige Waffenruhe in der Ukraine zu erklären. Während eines Telefongesprächs habe Erdogan gesagt, Aufrufe zu Frieden und Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew müssten von einer einseitigen Waffenruhe und einer Vision für eine faire Lösung begleitet werden, so das türkische Präsidialamt. Die Feuerpause in der Ukraine soll von Freitag 12 Uhr Ortszeit bis Samstagabend 24 Uhr gelten. Auf der Fregatte Admiral Gorschkow in der Region Murmansk hat Russlands Präsident Wladimir Putin die neue Hyperschallrakete Zirkon in den Dienst gestellt. Persönlich dabei war der Kreml-Chef allerdings nicht. Doch die Zeremonie wurde live im russischen Fernsehen übertragen. Experten meinen, Russland wolle mit der neuen Waffe von militärischen Misserfolgen im Krieg in der Ukraine ablenken. Verteidigungsminister Sergei Shoigu erklärte, die Besatzung werde den Einsatz der Hyperschallwaffen und von Langstreckenmarschflugkörpern trainieren. Es gehe um die Abwehr von Bedrohungen gegen Russland und die Aufrechterhaltung des regionalen Friedens. Die Admiral Gorschkow mit 190 Seeleuten Besatzung soll jetzt Russlands Seemacht auf ihrer langen Fahrt im Atlantischen und im Indischen Ozean demonstrieren. I think logic suggests that the most obvious place for the offensive would be in the south and would aim to split Russian occupation forces in two. So that would be a strike straight down to the Azov Sea coast, probably in the region of Berdyansk, perhaps towards Melitopol, to cut the Russian forces in two and to isolate the Russian forces that are towards Crimea from resupply. Be surprised if they didn't conduct a large-scale counteroffensive during the winter, because what everybody remembers the spring and the flooding when the Russians invaded, and it's actually harder to conduct it and, you know, move troops across country in those conditions. So they're going to want to conduct this attack while the ground is frozen in favorable conditions for them. Yeah, but without a doubt, the winter and the poor conditions are going to favor Ukrainians, right? The only advantage that the Russians have demonstrated they have in this conflict is mass, right? The larger military. But when it comes to anything else, right, leadership, the morale, the troops, all that favors Ukrainians. And so when conditions are cold, you're wearing gloves, you're out there, you're miserable, right? And so I think that's why the winter favors the Ukrainians, really primarily it comes down to, right, both morale, leadership, as well as the logistical supplies and the ability to resupply. Ukraine has proved very, very skilled at pulling surprises. The Kharkiv offensive in September was preceded by months of signaling that Ukraine was going to mount a major offensive in the south. Russia pulled large numbers of troops to the south to strengthen their defensive there, and then of course Ukraine attacked in the east.
you would assume they would like to repeat that success in terms of surprising Russia, in terms of catching Russia out. Imagina la gente viviendo en paz. Me llama soñador.